Ja, wir sind hier, weil wir soeben die Verträge unterzeichnet haben mit unserem neuen Vertragspartner, der WB Westfalenbus GmbH aus Münster, eine Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Und dieser neue Vertrag gilt ab dem 01.01.2019 für 10 Jahre und ist mit einigen Änderungen oder Neuerungen verbunden. Also bei den Neuerungen ist sicherlich hervorzuheben, zum einen, dass eine bisherige als Bedarfsbus, als Taxibuslinie verkehrende Linie dann als regulär verkehrende Linie unterwegs ist. Also man muss da nicht mehr 30 Minuten vorher bestellen, sondern kann dann einfach zur Haltestelle gehen und da mitfahren, wie es beim normalen Bus auch der Fall ist. Diese Linie verbindet den Bahnhof, den Bustreff und vor allem ganz wichtig den Bocholter Industriepark an. Da haben wir festgestellt, da sind halt immer im Laufe der Jahre immer mehr Leute mitgefahren. Und die zweite große Neuerung ist, dass wir im Laufe des Jahres, also geplant zum 01.10.2019, einen Bus fahren lassen, der komplett batterieelektrisch fährt, also nicht mehr mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet sein wird. So ein bisschen als Pilotprojekt und das auch zu zeigen, dass nicht nur in Großstädten sowas funktioniert und angegangen wird, sondern auch in einer eher kleineren bzw. mittleren Stadt wie Bocholt. Die bisherigen Busse kamen aus Krefeld von unserem bisherigen oder laufenden Vertragspartner Stadtwerken Krefeld, hatten ein Krefelder Kennzeichen. Das wird anders sein ab dem 01.01.2019. Es werden neue Fahrzeuge angeschafft und diese Fahrzeuge werden dann ein BOH-Kennzeichen aufweisen. Das Leistungspaket ist größer geworden, hauptsächlich dadurch, dass wir eben bei dieser Taxibuslinie von einer Bedarfsbuslinie, die nur bei Bedarf fährt und wenn sich da keiner meldet, fährt die eben auch nicht, auf eine regulär verkehrende Linie umgestiegen sind. Rund 70.000 Kilometer mehr im Jahr, das entspricht ungefähr 10% mehr Leistung, die wir fahren. Es wird nicht teurer. Der Angebotspreis, der im Wettbewerb ja vergeben wurde, ist erfreulicherweise, bewegt sich in dem Rahmen, den wir jetzt auch bezahlen und ist dementsprechend nicht so, dass man jetzt sagen muss, es wird jetzt sprunghaft auf einmal um einen Faktor 10-20% teurer. Beim Fahrpersonal ist es erfreulicherweise so, dass es schon erste Gespräche zwischen dem jetzigen Vertragspartner SWK, bei dem ja die Fahrer beschäftigt sind, und dem neuen Vertragspartner WB Westfalenbus gibt, wo es darum geht, wie die Modalitäten sind, wenn die Fahrer denn, sofern sie überhaupt wollen, wechseln möchten zum neuen Bieter. Und Westfalenbus wurde nochmal in mehreren Gesprächen verdeutlicht, ist sehr daran interessiert, eben fähiges Personal, was Ortskenntnis besitzt, hier auch weiterhin zu beschäftigen. Thank you.